Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Top 5 Video von Singiverse in der Kalenderwoche 53. Die letzte diesen Jahres und ich hoffe, dass ich die Folge auch dieses Jahr noch rauskriegen werde. Ach ja, hier haben wir, sehen wir schon ein paar so tolle Sachen. Popular Last 7 Days. Was ich mir schon angeguckt habe, öfter schon in der Nacht, ist diese Laser Engrave Machine. Die habe ich eventuell vor zu bauen. Aber nicht in diesem Video, weil das Raubmann hat natürlich ein paar verschiedene Sachen. Also das wäre cool, wenn ich die dann bauen würde. Das würde mir gefallen. Aber wir haben hier als erstes den Mew, Pokémon, den wir machen könnten. Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Da habe ich nicht alles... Ich habe es gelesen, aber da war ich mir nicht 100% sicher, ob man das auch alles so drucken kann. Dann haben wir ein Darking Dachshund, ein Torhammer. Klein bräuchte man noch einen Magnet für ein bisschen Leder, damit das hier schick aussieht. Machen wir also nicht. Dann haben wir Religious Relicts Embracer. Also halt ein Kamin und sowas von einer Community Treasure Chest. Dann ein Imperial Warrior und dann wieder von Community Treasure Chest. Diesen The Holy Order of Esp. Den haben wir auch noch dazu. Das kann man am besten, glaube ich, mit einem Resin-Drucker drucken. Aber schauen wir mal, wie es denn bei unserem FDM-Drucker rauskommt. Und ja, würde ich sagen, lichtlang schnacken. Viel Spaß! So Leute, tut mir erstmal leid, dass die Folge jetzt erst kommt am 1.1. Weil die Woche sonst war ein bisschen doof, da ich Tagschicht hatte und Tagschicht ist, kann ich dann nichts, danach kann ich nichts machen und davor habe ich dann auch wenig Zeit. Deswegen habe ich mich gefreut, dass ich die Drucke machen konnte, aber halt das Aufnehmen tut mir leid, dass jetzt erst kommt. Aber hoffentlich macht das nichts aus. Sonntag kommt wieder ein neues Video, da freue ich mich schon drauf, das nehme ich auch gleich schon auf. Und ja, würde ich sagen, starten wir mal in die Kalenderwoche 53 rein. So, jetzt haben wir unser erstes Tier für die Kalenderwoche 53, nämlich Mewtwo oder Mew. Ein Pokémon, was auf jeden Fall, Gott, weiß ist, glaube ich, schwer zum Autofokussen. Das ist irgendwie sehr schön geworden. Das geht der Schwanz. Oh Gott, ob er das hier fokussen kann. Da unten sieht man es ein bisschen. Ja, das ist nicht ganz so perfekt geworden. Ich habe es ja auch mit Support gedruckt, wie ihr gesehen habt. Aber das war halt nicht so das Beste, weil das Ablösen hier vom Schwanz an sich, das war auch schwierig, da ich Angst hatte, dass das abbricht. Aber naja, sonst ein schönes Modell. Pokémons an sich sind ja eh immer schöne Modelle, also was will man da mehr. Gefällt mir. Weiter geht's. Wie ihr schon eben gesehen habt, haben wir einmal diesen kleinen Ganoven. Aber weil ich mir dachte, weil der zu klein ist, habe ich ihn auch nochmal eine Nummer größer gedruckt hier im Vergleich. Oh, muss ich mal ein bisschen hier ins Bild holen. Das ist natürlich sehr, sehr witzig. Da müssen wir gleich, hier ist leider schon das Bein abgebrochen. Da halb und da ganz. Bisschen ärgerlich und die Spitze vom Helm. So, beim größten Exemplar ist leider auch hier ein bisschen von der Spitze was abgebrochen, wo ich das versucht habe sauber zu machen. Aber sonst, ne, wie auch vorhin schon gesagt, obwohl ich glaube, weiß nicht, ob ich vorhin gesagt habe, natürlich, wenn man hier mehr Details haben möchte und hier nicht durch Übergänge, dann muss man natürlich feiner drucken und nicht in 0,2 mm oder halt dann noch ein bisschen mit Sandpapier ein bisschen bearbeiten. Für mich reicht das so, stelle ich mich schön weg. Und ja, ich hätte ihn lieber in Braun gedruckt, aber hey, was will man machen? Auf jeden Fall sieht er sehr, sehr schick aus, gefällt mir. Als nächstes haben wir, wie ihr schon seht, kleine, aber feine Spielobjekte oder Brettspiele oder zur Deko. Auf jeden Fall sehr detailreich. Konnte man auch gut mit dem FDM-Drucker drucken, aber mit dem Resin-Drucker wäre es natürlich, glaube ich, ein bisschen feiner geworden. Hier bei der Flamme ist natürlich, ich denke mal, auch wegen meiner Timelapse-Einstellung ist hier oben ein bisschen Stringing. Wie bei den anderen ist halt immer an der Spitze ein bisschen Stringing bei den Timelapse-Einstellungen. Ohne die Timelapse-Einstellung ist es meistens immer ganz in Ordnung. Hier noch ein kleiner süßer Totenkopf. Und das auch alles so geklappt hat ohne Support, weil hätte ich hier mit Support innen drin gedruckt, hätte ich das da glaube ich nie rausbekommen. Tada!
Also gefällt mir auch sehr gut. Da kann man sich schön wegstellen. Wenn man das dann noch in richtigen Farben anmalt, mit Airbrush oder so, und dann hier die Flammen schön rot-gelb macht und das andere hier dann schön steinfarben oder so. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das dann richtig nice aussehen wird. So, als vorletztes haben wir jetzt den Schrein und nicht den Imperial Warrior. Das erkläre ich euch aber gleich, wieso. Auf jeden Fall Schrein im Vergleich zu den kleinen Sachen. Naja, ein bisschen groß. Aber sonst, hier hinten kann man die Musterung schön sehen. Das hat er auch gut gedruckt. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, er würde, wenn, dann eine gerade Linie machen. Aber nee. Dann hier die Musterung schön reingebracht. Natürlich kann man das bei weiß schlecht sehen. Da seht ihr es jetzt. Hier eine Musterung mit drin, hier oben auch. Das, was wir mehr Details hier drin sind, auch schön. Natürlich, wenn man mehr will, wieder geringere Druckhöhe. Das sind auch wieder 0,2 mm. Also, gefällt mir auch sehr gut. Also, bis jetzt diese Folge gefällt mir alles sehr gut. Schade, dass keine KitKats dabei sind, weil sonst wäre es eine Premium-Folge gewesen. So, als nächstes haben wir einmal einen Kabelaufroller. Hoffentlich kriege ich den hier auch durch. Ich habe leider keinen. Das ist für 1 Meter. Je höher das man skaliert, desto längere Kabel kann man da reinnehmen. Ich habe aber leider keinen Meterkabel, sondern meine Kabel sind meistens alle länger. Aber vielleicht passt das doch auch ganz rein, wer weiß. Ja, wird ein bisschen eng. Aber fast. Es ist jetzt noch ein bisschen mit drin. Auf jeden Fall, ich habe das mit Support gedruckt, weil ich nicht wusste, wie ich es anders machen soll. Deswegen sind hier auch die Ecken und so ein bisschen, naja, was immer da Großartiges zu sagen. Muss ich mir mal überlegen, wie ich das sonst anders machen könnte. Auf jeden Fall, ein Meter passt hier auf jeden Fall rein, weil es ist halt noch ein bisschen länger, das Kabel. Also auch ein sehr funktionales Ding diesmal. Und wenn man das raus haben will, kann man einfach an, okay, an beiden Seiten ziehen, vielleicht nicht, sondern hier einfach aufdrehen und dann gleichzeitig ziehen. Das ist halt gerade noch ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob das das erste Mal ist, weil ich das mache. Sonst kriege ich das, dass man einfach ziehen kann und dann aufgeht. Aber vielleicht habe ich zu viel reingezogen, dass es jetzt nicht geht. Das werde ich auf jeden Fall nachkontrollieren und dann auf meinem Bericht auf der Webseite schreiben. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut reingerutscht und ich wünsche euch nur das Beste für das Jahr 2021. Wir sehen uns, Leute.